Hallo, heute habe ich lauter getrocknete Zweige, teilweise mit Moosflechten drauf. Die habe ich in kleine Stücke geschnitten, weil ich euch zeigen möchte, wie man daraus ein schönes Nest oder Schale zum Dekorieren machen kann. Das heißt, ich habe jetzt einen alten Eimer genommen. Deswegen immer, wenn es für irgendwas alte Eimer gibt, das war sogar vom Naschen von Schaumzuckerwaffeln. Ich nasche ja so gerne. Genau, und diesen Eimer, der wird bei uns nicht weggeworfen. Sowas muss aufgehoben werden, weil ich es irgendwann mal brauche. In dem Fall brauche ich es, weil hier kommen jetzt die Zweige rein und Kleber. Dann nehme ich Holzkleber, den schütte ich rein und dann wird es erstmal durchgemischt. So, ihr seht, das ist jetzt genau glänzend geworden. Der weiße Lack ist durchsichtig geworden, halt ja, glänzt. Ich habe jetzt mit einer Schere vorsichtig hier reingeschnitten und hier, damit ich die alte Verpackung gelöst bekomme. Unten seht ihr auch die weißen Stellen, wo der Kleber noch feucht ist. Das heißt, ich stelle es jetzt so hin, damit es weiter trocknen kann. Also das war jetzt von gestern ungefähr ja, 14 Stunden hat so getrocknet. Dadurch, dass natürlich unten Kunststoff oder Plastik war, kam da keine Luft dran zum Trocknen. Denke, genau, noch so 4, 5 Stunden und dann ist das Körbchen oder das Nest fertig zum Weiterverbasteln. So, das Holznest ist endlich fertig. Also das, was jetzt endlich fertig getrocknet ist stabil. Genau, es ist einfach zu gestalten. Entweder macht man da Moos rein. Ihr könnt es auch so einfach nutzen. Ich habe jetzt nur Plastikeier. Genau, es ist ja noch Mitte Januar. Trotzdem habe ich schon lauter Osterideen. So könnt ihr aber Ostereier einfach reinlegen. Auch mit Süßigkeiten als Geschenk dann schön einpacken. Oder, und das werde ich jetzt tun, ihr macht ein bisschen Folie rein, um das einfach zu schützen. Und dann pflanzen wir da kleine Blumen rein. Also ihr könnt Frischhaltefolien nehmen, was ihr habt. Ich nehme einfach gerne die Sachen, die schon sowieso in den Müll wandern würden. Das ist einfach eine Folie, die beim Verpacken der Blumen dabei war, von den Frischblumen. Und die nehme ich jetzt einfach als Schutz. Und hier habe ich dann die Trauben hier zu finden. Genau, da nehme ich jetzt. Moment hier raus, dann nehme ich vielleicht 2 Stück und dann nehme ich gleich noch eine Narzisse, damit es jetzt halt nicht nur Traubenhyazinthen drin sind, aber ich glaube, ihr seht schon, wie nett das aussieht. Und je nachdem, wie groß ihr eure Schale gemacht habt, umso mehr Platz habt ihr. Also ich habe jetzt hier eine kleine gemacht, das war meine erste Schale. Ich wollte diese Technik schon immer mal ausprobieren und das klappt echt gut. Das heißt, es wird nicht meine letzte Holzstücke Schale oder Nest oder wie auch immer man das bezeichnen möchte sein. Jetzt haben wir hier die Narzissen. Jetzt mache ich die nochmal auseinander. Und die zwei, das ist eigentlich zu schade zu trennen. Mal gucken, ob ich die hier noch reinkriege, weil die haben jetzt ein bisschen längere Wurzeln. Ob das geht. Ja, dann kommen die anderen gleich oben. Nee, das gefällt mir nicht. Das heißt, die Narzissen kommen nicht dazu. Es bleibt bei den Traubenhyazinthen. Aber machen wir noch eine dritte Traubenhyazinthe dazu. Oder eigentlich noch eine vierte, wenn ihr die kleine auch seht. Und damit es so ein bisschen, das sieht schon ganz nett aus, aber noch ein bisschen stimmiger ist, habe ich hier noch ein bisschen, ach, ich muss mal den Namen mal aufschreiben, von diesem Silbergras. Wenn ihr wisst, wie das heißt, genau, freue ich mich drüber, wenn ihr das unten einfach reinschreibt. Ich kann mir, am besten den deutschen Namen, weil den lateinischen kann ich mir sowieso nicht merken. Und das mache ich jetzt auch so ein bisschen außenrum rein. Ideal ist auch Moos dafür. Nur heute, genau, liegt draußen noch Schnee. Deswegen komme ich jetzt an das Moos nicht ran. Deswegen brauche ich eine andere Alternative. Und die bietet sich und so kann ich das trotzdem auffüllen. Und ich finde, es sieht auch einfach nett aus. Dann kommen da noch ein paar Federn dazu. Federn, Frühling, Übergang zu Ostern, das gehört alles so für mich zusammen. Oder wollen wir noch ein kleines Ästchen?
so leer aus. Ich gebe noch die Feder dazu. So, und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Bin ganz gespannt, ob es euch gefällt. Genau. Also, wir hatten viel Spaß beim Nachbasteln. Bei mir wird das nicht das letzte Mal, dass ich aus Holzstöcken eine Schale gemacht habe. Tschüss.